Hallo! Heute habe ich ein Make-up für euch zu den aktuellen Herbsttrends quasi gestaltet. Und zwar geht es um Lippenstifte in sehr dunklen Farben. Und momentan dreht sich bei YouTube und Twitter fast alles um die Farbe Media. Das ist der hier. Und das war auch mein erster MAC-Lippenstift, obwohl der so, naja, eigentlich nicht wirklich zu mir passt, beziehungsweise sehr schwierig zu kombinieren ist, also nichts für den Alltag, beziehungsweise nicht für jeden Tag. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich das so durchaus im Alltag tragen würde, was aber sicher nicht auf jeden zutrifft. Damit nicht jetzt alles nur noch um Media geht, habe ich euch als Alternative den Diva vorgestellt und mit dem werde ich das jetzt auch schminken, beziehungsweise habe es ja schon gemacht, aber ihr seht jetzt das Tutorial dazu. Viel Spaß! Zunächst habe ich jetzt eine Lidschattenbase aufgetragen und nachdem die eingezogen ist, kann ich jetzt weitermachen und zwar nehme ich von MAC Fluff. Der sieht so aus, kann man nicht wirklich gut sehen. Das ist einfach eine sehr helle Farbe, ihr seht es ja schon auf dem anderen Auge und die verteile ich jetzt erstmal mit irgendeinem Applikator hier unter der Augenbraue. So. Dann gebe ich jetzt hier in diesen Winkel noch etwas. Und verbinde das hier ein wenig und verwische das. So. Nun braucht ihr einen Braunton, am besten irgendwas Mattes. Und dann nehme ich aus diesem Catrice Limited Edition Smoky Eyes Kit die Farbe 2. Und die trage ich dann in die Lidfalte auf. Und auch hier so eine leichte V-Form. Das jetzt noch ein bisschen verbinden. So. Was dabei jetzt noch ganz wichtig ist, ist die Augenbraue. Und wenn man schon sonst relativ wenig hat, was man jetzt irgendwie betont, dann sollte man zumindest noch die Augenbraue ein bisschen hervorbringen. Natürlich jetzt nicht zu dunkel anmalen, sprich bei mir, ich benutze jetzt, ich habe zwar dieses neue kleine Kit von P2, aber das finde ich gerade nicht, deswegen habe ich hier von Yves Rocher einen ziemlich hellen Augenbrauenstift. Da ist auch so ein Bürstchen drin, da kann man erstmal die Augenbraue in die gewünschte Form bringen. Ich mache mir jetzt da einen etwas dolleren Bogen rein, weil ich mir einbilde, dass das dann irgendwie eleganter aussieht. Und dann nachzeichnen, am besten mit so kleinen Strichen, dann sieht das, wie ich finde, nicht so unnatürlich aus. So. Und das Ganze kann man dann mit der Bürste nochmal bearbeiten, weil dann ist dieses Angemalte nochmal weg. Dann als nächstes Wimperntange und Wimperntusche eurer Wahl. Das habe ich jetzt schon gemacht. Da würde ich darauf achten, dass ihr euch nicht so extreme Wimpern macht, wie ihr es vielleicht sonst gerne tut, falls ihr das macht. Also keine Fliegenbeine oder nicht besonders dramatisch. Eine Schicht reicht da völlig. Dann würde ich noch trotz
alledem ein bisschen Rouge hinzufügen. Und dann nehme ich hier den Benetint, jetzt in dieser Pocket-Version von Benefit. Und damit macht ihr einfach so ein paar Striche auf eure Wangen und verreibt die dann ganz schnell. An sich die Augen und das, was ihr halt dafür braucht, und es fehlen nur noch die Lippen. Da würde ich als Basis auf jeden Fall Prep and Prime von MAC empfehlen. Und ich würde den Lippenstift auf jeden Fall mit irgendeinem Pinsel auftragen, weil ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass das sonderlich gut wird. Da ich jetzt allerdings auch nicht so der Profi bin, was das Auftragen von dunklen Lippenstiften angeht, werde ich das jetzt erstmal ohne Kamera probieren, weil da bin ich euch sicherlich keine große Hilfe. So, jetzt habe ich die Farbe aufgetragen und ja, es sieht ganz ordentlich aus. Ich würde es aber auf jeden Fall mit einem Pinsel machen und erst alles ausfüllen, natürlich eventuell noch einen Lip Liner nehmen, falls ihr den passenden habt. Und dann würde ich nochmal so in Tupfen quasi das Ganze nochmal ausfüllen. Okay, ich hoffe, das hilft euch ein bisschen, auch für Make-up-Neulinge, die vielleicht noch einen ganz normalen roten Lippenstift kombinieren wollen, weil das kann man im Prinzip genauso machen. Ich muss dazu sagen, dass die Farbe in echt noch viel, viel krasser aussieht. Ich weiß nicht, also wenn ihr euch das so vorstellt. Also es sieht zumindest in echt noch viel dunkler aus. Und der Diva ist ein matter Lippenstift, das heißt, den könnte man jetzt auch noch sehr gut mit irgendwas anderem fixieren zusätzlich. Der Media, das ist Satin, sprich der ist... Er kommt aber auch recht matt rüber, also eigentlich erkenne ich zwischen den beiden so vom Finish her kaum einen Unterschied. Okay, das war's auch schon. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen und gefallen. Und ja, ich sehe euch beim nächsten Mal. Tschüss!